Nein! Wir gehen runter! Es war mir eine Ehre, ja, unter ihnen zu dienen! Was? Wo bin ich? Ich... Verdammt, ich lebe! Warum kann ich unter Wasser atmen? Was ist das? Warum ist das hier in einer Welle verfangen? Das Herz des Ozeans. Ich dachte, das wäre für immer verschollen. 20 Minuten später. Nö! Poseidon, endlich habe ich dich gefunden! Ich habe keine Ahnung, wo ich bin und wo ich hin soll! Bitte hilf mir! Woher soll ich das wissen? Du bist doch der Gott des Meeres! Sehe ich aus, als wäre ich Poseidon? Ich bin Apollon! Ich bin Gott des Lichtes, der Heilung, des Frühlings, der wirklichen Reinheit und Mäßigung, sowie der Weisheit und der Künste, insbesondere der Musik, der Diskunst, der Finanz. Wenn du was von Poseidon willst, dann geh zu Poseidon. Er ist mein Bruder. Ich hab kein Wort verstanden. Aber ich glaube, ich muss zu seinem Bruder. 1:37 später. Hey! Du? Bist du Poseidon? Bleib still, Remo! Natürlich bin ich Poseidon. Sieh mich an! Ich bin der Gott der Meere. Was hast du hier bei dieser Wohle verloren? Hey, wo ist dein Dreizack? Oh, verdammt, das ist sogar ein Vierzack! Also, was führt dich zu mir? Ich habe keine Ahnung, was ich hier soll. Ich bin unter Wasser. Eigentlich wohne ich an Land. Ich kann atmen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich war gerade eben bei deinem Bruder. Ja. Mich zu dir geschickt. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich hier soll. Ach so, du willst wahrscheinlich meinen Special Tabak von Schubert probieren. Ich würde so gerne von deinem Tabak kosten. Ja, das wollte ich nicht. Göttlichen Übertabak. Das wird ja nie mehr. Aber es ist nicht ganz günstig, also. Was muss ich tun? Ich tue alles. Damit du davon was bekommst, würde ich sagen, brauche ich das Herz des Meeres. Gar kein Problem. Ich habe da was gefunden. Das ist vollkommen möglich. Tja. Ich glaube, das ist echt. Okay, du hast mich ja wohl nicht erwiesen. Nice, das war einfach. Geilo! Danke, Poseidon, du bist echt cooler Typ. Okay. Geil! Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde griechische und römische Geschichte mit dem Shisha-Team. Hört. Also ihr konntet es dem Intro wahrscheinlich schon entnehmen. Wir stellen heute einen neuen Tag vor. Ja, und zwar Nummer 3 von Octobus. Ja, und zwar den Poseidon, den ihr in der 200-Gramm-Dose für 17,90 € bekommt, wie üblich bei Octobus. Ja, dann fangen wir doch gleich mal an mit dem Schnitt. Ich guck mal rein in die Dose. Ja, Octobus typisch würde ich sagen, relativ feiner Schnitt. Molasse ist ganz gut eingezogen. Ist nicht trocken der Tabak, würde ich sagen, alles schön aufgenommen. Ja, damit lässt sich auf jeden Fall prima einen Kopf bauen und hab den Tabak rein, Pro drauf. Und dann wird er schon laufen. Also er riecht auf jeden Fall schön frisch. Bei dem Poseidon haben wir eine Pfefferminznote und eine Zitrusnote, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und das kommt so beim Riechen auf jeden Fall auch gut durch. Also es ist wirklich eher die Pfefferminznote, anstatt nur Minznote, das ist jetzt aktuell ja sowieso schwierig. Beim Rauchen habt ihr tatsächlich nur diese Pfefferminznote und von den Zitrusfrüchten schmeckt man so gar nichts, oder zumindest meine Einschätzung, kommt da gar nichts durch. Aber eine andere Note, und die kann ich nicht so genau beschreiben, irgendwie komisch. Einfach komisch. Wisst ihr, welche Note ich meine? Könnt ihr dazu vielleicht mehr sagen? Nee? Ich also verstehe dich nicht. Keine Ahnung. Also ein bisschen Ehrlichkeit, aber
jetzt mal ehrlich, wer raucht auch pure Minze? Also, nimm den zu mischen, dann ist er richtig gut. Wir haben den mit Pink Sea gemixt, das passt wunderbar zusammen. Ja, so als purer Minztabak, klar, kann man ihn auch rauchen. Wie gesagt, ich finde, da ist er so ein bisschen ehrlich. Dem letzten Wort. Ja, nee, also schon irgendwie ehrlich. Ich glaube, mehr brauchen wir dazu gar nicht zu sagen. Wir wollen uns ja kurz halten. Also bleibt mir nichts mehr zu sagen als Daumen nach oben, wenn euch unser geiles Intro wieder gefallen hat. Wie gesagt, wir haben alle Kosten, aber keine Mühen gescheut. Und ja, wir hoffen, dass ihr auch im nächsten Video wieder dabei seid. Wenn das so ist und ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch gerne auch kostenlos mit dem Abo-Button unter diesem Video. Ja, und in dem Sinne, guten Rauch, guten Geschmack, baut euch eine Pfeife, genießt das Wochenende. Und wir sind raus, wir gönnen uns jetzt noch die letzten Züge der Pfeifen und haben noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, dann kommt natürlich die Fortsetzung, und zwar die 004. 3. Der Octobus. Black Octobus? Black Octobus. Freut euch drauf.